Wir haben ja im letzten Video schon über einen der neuen Dinosaurier, den Terizinosaurus und seine Rolle im Endkampf von Jurassic World Dominion gesprochen. Im Endkampf gegen den Giganotosaurus, der Badass schlechthin. Angekündigt als das größte Monster aller Zeiten. Größte Monster aller Zeiten. Vom Regisseur als der Joker von Jurassic Park bezeichnet, der nichts anderes will, als die Welt brennen sehen. Doch als wir den Film dann gesehen haben, hat man ganz schnell gemerkt, dass der Giganotosaurus gar nicht so eine große Rolle gespielt hat, wie zum Beispiel noch der Spinosaurus oder der Indominus Rex. Sogar mit weitem Abstand. Um ehrlich zu sein, hatte er bis auf ein paar Auftritte hier und da eigentlich nur eine einzige richtige Szene. Und selbst dort wirkte er nicht wie ein unaufhaltsames Monster, eher wie ein verwirrtes Tier. Ich meine, sein ganzer Lebensraum steht in Flammen und dann kommen da noch irgendwelche Leute, die einfach lautstark in sein Territorium reinplatzen. Natürlich versucht er dies zu verteidigen. Wirklich aggressiv kommt er dabei aber nicht rüber. Ich meine, anstatt auf die Leute zuzurennen und sie zu vernichten, tastet er sich langsam heran und tut ihnen nichts. Obwohl er sie wortwörtlich mehrere Male mit einer einzigen Bewegung hätte töten können. Vielleicht suche ich hier nur Antworten, die dem gewaltigen und dadurch sehr langsamen und trägen Animatronic des Gigas zu verschulden sind, aber trotzdem wirkt er auf mich nicht aggressiv. Eher, dass er, wie im letzten Video schon beim Terizinosaurus erklärt, einfach sein Territorium verteidigen will. Erinnert ihr euch noch an die T-Rex-Szene aus Jurassic Park? Das Einzige, was die Menschen dort machen konnten, war abzuwarten und sich zu verstecken, bis diese gewaltige Kreatur wieder davonging. Und so lief eigentlich jede Szene mit einem größeren Karnivoren in den Jurassic-Filmen ab. Und vielleicht noch vertreiben, wie mit der Fackel oder der Leuchtpistole aus Jurassic Park 3. Aber wirklich anhaben konnte man so einem Giganten nichts. Dem Giganotosaurus hingegen wird ein Messer in den Kopf gerammt, ein Elektroschocker ins Auge, ein brennender Speer in den Rachen und! Und der finale Kampf ist da auch nicht viel besser. Erinnert ihr euch noch an das Finale in den anderen Jurassic-Filmen? Es gab immer sowas wie eine große Hauptbedrohung, gegen die gemeinsam gekämpft wurde. Egal ob Freund oder Feind, ob Mensch oder Karnivore, alle fokussieren sich auf die Vernichtung dieses Monsters und greifen sich dabei nicht gegenseitig an. Wie zum Beispiel Blue und der T-Rex in Jurassic World. Die Hybriden mussten also sterben, da sie sonst alles in Schutt und Asche gelegt hätten und darüber hinaus mehr Waffe als Tier waren. Vergleicht man das jetzt aber mit dem Finale aus Jurassic World Ein neues Zeitalter, fällt ganz schnell ein entscheidender Unterschied auf. Der Giga hat sich nicht nur so verhalten wie ein ganz normales Tier, er war ein ganz normales Tier. Er hat nicht mal jemanden getötet, im ganzen Film. Das Einzige, was man zählen könnte, wäre diese Heuschrecke, die ihm direkt in den Mund geflogen ist. Und die wäre sowieso gestorben. Aber er hat den Menschen nicht mal in irgendeiner Weise eine Verletzung zugezogen. Da hat sich selbst Camp Cretaceous mehr getraut. Wie Alan richtig gesagt hat, es geht hier nicht um uns, als der T-Rex und der Giga angegriffen haben. Denn die beiden hatten noch eine gewisse Differenz auszutragen, die man nicht nur im Prolog, sondern auch in einer früheren Stelle im Film gesehen hat. Um genau zu sein, wo der Giga dem T-Rex das Reh wegschnappt. Wie Kayla genau in dieser Szene, als Giganotosaurus und Tyrannosaurus aufeinandertreffen, sagt, er hat zwei Spitzenprädatoren in einem Tal ausgesetzt. Bald wird es nur noch einen geben. Mit er ist übrigens Dodson gemeint. Bitte schön, das hatte jemand gefragt und ich bin deswegen extra nochmal ins Kino gegangen, um mir Notizen zu machen. Wie auch immer, das Zitat suggeriert, dass dieser Kampf zwischen T-Rex und Giganotosaurus eigentlich unvermeidlich war. Und das ist auch schon die Rechtfertigung für seinen Tod. Und wo ich mich mittlerweile sogar ganz gut damit abfinden kann, fühlt sich das trotzdem nicht so ganz wie ein Triumphmoment in den anderen Filmen an. Beim ersten Gucken sogar ziemlich unfair und unverdient. Angekündigt als der große neue böse Dinosaurier war der Giganotosaurus. Noch viel weniger als das. Nicht der Böse von Jurassic World, sondern das Opfer von Jurassic World. Aber anderes Thema. Wusstet ihr, dass der Giganotosaurus einen Atlas auf seinem Rücken hat? Ohne Scheiß, erkennt ihr da auch die Kontinente wie Amerika, Afrika, Europa oder Australien? Im Film selbst ist das durch die Dunkelheit leider ziemlich schwer zu erkennen. Und es gab auch schon Leute, die gemeint haben, dass das auf Artwork, Spielzeug etc. nicht der Fall wäre. Und demnach auch nicht im Film. Und dazu sei gesagt, dass Spielzeug leider nicht akkurat genug ist, das zu zeigen, da wie auch schon im letzten Video beim Terizinosaurus, die Mattel-Figur eine gänzlich andere Augenfarbe hat, als noch das Tier im Film. Und genauso auf offiziellem Artwork, was dann auch wie dieses Bild aus Jurassic World Alive bedeuten könnte, dass das nur Tiere derselben Art, aber nicht das Tier aus dem Film darstellt. Und nicht vergessen, Season 5 kommt heute raus. Also was macht ihr noch hier?